David und Saul. David hatte ein besonderes Verhältnis zu Saul. David schätzt und ehrt den ersten König Israels. Obwohl David ja bereits von Samuel zum nächsten König Israels gesalbt wurde, ist es ihm eine große Ehre, am Hof Sauls dienen zu dürfen. Und als Saul dann von Gott verworfen wird, plagt ihn immer wieder ein böser Geist. Seine Berater empfehlen, nach einem Musiker zu suchen, der gut auf der Harfe spielen kann. Die Musik soll Saul besänftigen, wenn er in Rage gerät. Einer der Berater hat von einem der Söhne Isais gehört, dass dieser ein guter Harfenspieler sei. Die Beschreibung der Begabungen und des Charakters Davids ist erstaunlich. Er sagt zu Saul, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön, und der Herr ist mit ihm. Was für eine Qualifikation! So kommt David an den Hof Sauls als Musiker. Er ist seinem König treu ergeben und er dient ihm mit Hingabe. Nach Davids Sieg über Goliath wird Saul eifersüchtig auf den jungen David. Mehrmals versucht er ihn in Rage mit seinem Spieß an die Wand zu spießen. Trotz allem, David bleibt ihm treu. Es ist ihm eine Ehre, dass er der Schwiegersohn des Königs werden darf. Doch ungeachtet der Treue und Hingabe Davids will Saul ihn töten. Schließlich muss David fliehen und sich viele Jahre lang vor Saul verstecken. Und das Leben auf der Flucht ist voller Entbehrungen und bereitet David große Not. Schließlich muss er sogar zu den Feinden Israels, zu den Philistern fliehen. Zweimal lässt Gott Saul in die Hände Davids fallen. David hat die Gelegenheit, seinen Erzfeind zu töten und selbst den Königsthron zu besteigen. Schließlich wurde er ja vor vielen Jahren bereits zum nächsten König Israels gesalbt. Er weiß auch, dass der Herr Saul verworfen hat. Doch David verschont Saul und tastet ihn nicht an. Die Männer Davids sehen die Gelegenheit gekommen und fordern David auf, Saul zu töten, aber er antwortet, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Als er Saul schließlich mit dem Zipfel seines Rocks konfrontiert, ist dieser für Saul ein anschaulicher Beweis, dieser Moment, ein anschaulicher Beweis für Davids Treue und Liebe zu ihm. David nennt ihn respektvoll mein Vater. Er sagt, mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Du aber jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. David überlässt das Gericht und die Rache Gott. Saul lässt die Verfolgungsjagd nicht ruhen. Er will David töten. Und selbst als Gott den König ein zweites Mal in die Hände Davids gibt, tötet David ihn nicht und redet respektvoll mit ihm. Er nennt ihn mein Herr und König. Schließlich kommen Saul und seine Söhne um im Krieg gegen die Philister. Gott hat eingegriffen. Und David versteht, das Königtum Sauls ist jetzt beendet. Jetzt ist sein Moment gekommen, auf den Thron zu steigen. Aber David jubelt nicht und verspürt keine Schadenfreude. Er weint und er fastet an diesem Tag und dichtet ein Klagelied, das in Israel gesungen werden soll über Saul und seine Söhne. Dort heißt es, die Edelsten in Israel sind auf deinen Höhen erschlagen. Wie sind die Helden gefallen?
Saul und Jonathan geliebt und einander zugetan, im Leben und im Tod nicht geschieden. Schnell waren sie, schneller als die Adler und stärker als die Löwen. Wir lernen von Davids Umgang mit Saul wertvolle Lektionen. Erstens, David respektiert die Obrigkeit. Auch dann, wenn der König böse handelt und grobe Fehler macht, erkennt David trotzdem die dem König von Gott verliehene Macht und Autorität an und rebelliert nicht dagegen. Zweitens, David ist demütig und bescheiden. Er besteht nicht auf seinem Recht. Er beruft sich nicht auf seine früheren Erfolge und erfordert für sich deshalb keinen Respekt oder Anerkennung. Obwohl er weiß, dass Gott ihn zum König erwählt hat und dass er bereits für die Königsherrschaft gesalbt ist, wartet er geduldig auf den Termin Gottes. Er übt keine Rache, auch wenn er Gelegenheit dazu hat. Er nimmt das Heft des Handelns nicht in seine Hand, sondern lässt es in Gottes Händen. Zum richtigen Zeitpunkt greift Gott ein und bestraft Saul. Auch hier kommt keine Schadenfreude bei David auf. Er kann sogar über den Tod seiner Feinde weinen und sie betrauern. Dies ist die richtige Handlungsweise eines Menschen nach dem Herzen Gottes.